Hallo, schönen guten Tag. Heute ist ein ganz besonderer Tag für die NATO. Am 74. Geburtstag der NATO gewinnen wir ein neues Mitgliedsland dazu. Mit Finnland wird die NATO stärker, mit Finnland wird die NATO größer. Und wir werden gleich gemeinsam die finnische Fahne hier hissen. Das ist ein Tag der Freude, weil Finnland gewinnt damit ein Mehr an Sicherheit. Und wir gewinnen damit als NATO einen starken Partner an unserer Seite. Dass dieser Schritt jetzt so gekommen ist, das ist für uns alle ein wichtiger Schritt. Er bedeutet zugleich, dass die Grenze zwischen der NATO und Russland doppelt so lang wird. Das Gute ist, dass Finnland genauso wie Schweden in den vergangenen Jahren schon eng mit uns zusammengearbeitet hat, natürlich im Rahmen der EU, aber auch bereits in unterschiedlichen Formaten der NATO. Deswegen, so sehr ich mich heute mit den finnischen Freundinnen und Freunden freue, ist es zugleich auch ein Tag, wo ich kein Geheimnis daraus mache, dass ich sehr bedauere, dass Schweden nicht ebenso der NATO heute beitreten konnte. Wir haben gemeinsam beim letzten Gipfel der NATO-Staaten in Madrid vereinbart, dass Finnland und Schweden gemeinsam beitreten. Beide Länder haben alles dafür getan, haben alle Vorbereitungen dafür getroffen. Und deswegen werden wir, wenn wir heute hier die finnische Fahne hissen, zugleich weiter intensiv daran arbeiten, dass dann beim nächsten NATO-Gipfel auch Finnland als 32. Mitgliedstaat mit dabei ist und dafür alle Maßnahmen gemeinsam auf den Weg bringen. Erstmals seit 2017 treffen wir uns heute auch als NATO-Außenministerinnen und Außenminister in Form der Ukraine-NATO-Kommission. Auch das ist ein wichtiger, auch das ist ein besonderer Tag, weil er unterstreicht noch einmal die Solidarität und die Unterstützung der NATO für die Ukraine. Wir haben das als unterschiedliche Staaten ja in dem vergangenen letzten Jahr auf allen Ebenen getan, humanitär, im wirtschaftspolitischen Bereich, aber eben auch im sicherheitspolitischen Bereich. Bekanntermaßen liefern wir als Deutschland mit den Leopard 2 Panzern, aber auch den Mardern und vor allen Dingen der Luftverteidigung, dem IRIS-T-System und dem Patriot einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Ukraine sich verteidigen kann. Diese Unterstützung, die werden wir fortführen, solange die Ukraine unsere Unterstützung braucht. Und die Zusammenarbeit in Form der NATO-Ukraine-Kommission ist auch ein Ausdruck dafür, dass wir in Zukunft weiter und eng zusammenarbeiten werden. Wir tun das bereits mit der gemeinsamen Fähigkeitsplanung. Wir tun das bereits mit Blick auf die Kompatibilität zwischen den unterschiedlichen Systemen. Und wir tun das eben nicht nur im Sinne der Verteidigung, sondern wir tun das auch im Rahmen der politischen Zusammenarbeit. Und wie sehr wir bereits heute an die Zukunft denken, das hat ja gestern auch noch mal der Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck deutlich gemacht, dass die Zukunft und dass die Stabilität der Ukraine für uns ein zentrales Anliegen war, weswegen er gestern und auch noch heute in der Ukraine eben auch mit einer Wirtschaftsdelegation vor Ort ist. Frau Ministerin, jetzt gibt es ja bereits aus Russland erste Reaktionen. Der Verteidigungsminister Shoigu sagt, das Risiko einer direkten Eskalation steige. Was sagen Sie dazu? Wir erleben seit über einem Jahr, dass Russland einen furchtbaren Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, dass sie mit allen Regeln des friedlichen Zusammenlebens auf der Welt brechen, der Charta der Vereinten Nationen, der Europäischen Friedensordnung. Und seit über einem Jahr machen wir mehr als deutlich, dass wir uns, dass sich die Ukraine nichts sehnlicher wünscht, als dass wir endlich wieder gemeinsam in Frieden leben können. Dieses deutliche Zeichen, dass wir in Europa in Frieden leben wollen, das hat der russische Präsident jeden Tag erneut mit brutaler Gewalt beantwortet, indem er Zivilisten, indem er Stromversorgung, indem er Schulen bombardiert hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir beim Lichte dieses brutalen Angriffskrieges deutlich machen, wir schützen uns. Wir setzen darauf, dass unsere Wehrhaftigkeit in Zukunft verstärkt wird, weil wir eben zugleich mit allen Mitteln, die wir militärisch haben, die Ukraine auch unterstützen, dass sie wie alle anderen auf der Welt in Frieden und Freiheit leben kann. Warum erhöht der Beitritt Finnlands die Sicherheit der NATO, wenn die Grenze zu Russland dadurch deutlich länger wird?
Finnland genauso wie Schweden haben in der Vergangenheit mit der NATO ja bereits eng zusammengearbeitet, auch bei unterschiedlichen Einsätzen in der Vergangenheit bereits mit NATO-Partnern zusammengearbeitet. Wenn wir die Fähigkeitsplanung der NATO anschauen, dann haben wir immer in den letzten Monaten auch Finnland und Schweden schon mitgebracht. Finnland und Schweden, dadurch, dass sie jahrzehntelang bündnisfrei waren, haben sehr viel in ihre eigene Sicherheit und Armeen investiert, sind damit auf einem sehr, sehr hohen Standard, der sehr weit kompatibel mit den NATO-Staaten ist. Das heißt, die militärischen Investitionen, die diese beiden Länder in ihre Sicherheit gemacht haben, die sind mehr als auf der Höhe der Zeit von anderen NATO-Staaten. Und damit ist es auch ein Mehrwert für uns als Bündnis insgesamt. You have been in Iraq, Baghdad and Erbil. How was the visit? And do you think the fight against Islamic State is over? And Germany, are you going to continue to training the Iraqi forces and the Kurdish forces? Within this year, while we have seen that also our European peace order is under attack by Russia, because the OSCE, which has stood for a long, long time for peace in Europe, has been under attack also by the Russians. We have not ignored as EU, as European countries, but also not as NATO, that there are obviously other threats in the world, like terrorism, and therefore also in the strategic concept of the NATO, which we agreed on last year in Madrid. We underlined that there are different security threats worldwide, and there is one like terrorism, which is facing all of us. And therefore, also at NATO, we are supporting our friends and partners worldwide to combat terrorism. This also counts towards Iraq, and as known, Germany is also supporting the fight against ISIS in Iraq. So how disappointed are you in the joining today without the speeches? As I said already in German, this is a day of joy, because Finland is gaining more security and NATO is getting stronger by the membership of Finland. But we planned that Finland and Sweden could join together. This is what we agreed on in Madrid at the last summit. And yes, therefore, today, even though there's joy, there's also a feeling of pity for myself, because we committed that also Sweden could join. But it's spilled milk, so I'm looking forward to do everything that at the next summit, Sweden will be there also as a 32nd member state of NATO. Thank you very much.